Auto knallt gegen Strommast und verursacht Stromausfall. Rettungseinsatz in Scheibenberg. Ein VW-Bohrer war auf der Zufahrtsstraße zum Hausberg der Stadt bergein gegen einen Strommast geprallt. Die Feuerwehr war mit 12 Kameraden im Einsatz. Der PKW befand sich in Hanglage. Aus diesem Grund mussten wir mit Stoppfass den PKW abstützen. Die weiteren Maßnahmen waren die Entfernung der hinteren Türe, die Entfernung der B-Säule. Und so konnten wir mit dem Rettungsbrett den Patienten dann aus dem Auto retten und dem Rettungsdienst übergeben. Der Aufprall auf den Strommast war so heftig, dass mehrere Häuser danach keinen Strom hatten. Insgesamt muss man aber froh sein, dass nichts Schlimmeres geschah. Zum Unfallzeitpunkt waren in diesem Bereich unter anderem Schüler unterwegs.